Hart wie Stahl. DGS 89 24 4 nach Oberhausen West Ohrm. Du fährst heute den DGS 89 24 4 beladen mit Stahlrohren aus dem Salzgitter Mannesmann Zeithain Röhrenwerk bei Riesa. Ausführendes Eisenbahnverkehrsunternehmen dieser Leistung ist die Captrain Deutschland GmbH. Normal verkehren diese Züge von Zeithain aus über Falkenberg an der Elster, Lutherstadt-Wittenberg, Coswig und Dessau in Richtung Magdeburg. Jedoch bei Streckensperrung in Richtung Falkenberg werden die Züge über Oschatz, Leipzig-Mockau, Bitterfeld, Jüterbog, Lutherstadt-Wittenberg und weiter über Sedin in Richtung Wildpark Potsdam umgeleitet. Deine heutige Fahrt ist angelehnt an einen Originalfahrplan vom 9.07.2018. Du stehst in Delitzsch unterer Bahnhof und musst noch zwei Zugüberholungen abwarten. Sobald das Signal Fahrt anzeigt, kann es losgehen. Deine Lok ist soweit aufgerüstet und zur Abfahrt bereit. Bitte noch die Geschwindigkeit über die AFB erneut einstellen. Tab-Taste für Signalfreigaben wird nicht benötigt. LZB ist ebenfalls aktiviert. Möchtest du ohne LZB fahren, diese bitte wieder deaktivieren. Okay, und dann hier unten nochmal unsere Zugdaten. Gesamtzuglänge 583 Meter, Gesamtzuggewicht ca. 2000 Tonnen. Oberstromlimit liegt bei 600 Ampere, PZB Zugart U, also untere Zugart, und LZB. Bremsstellung G, Höchstgeschwindigkeit 90 Stundenkilometer. So, und nun viel Spaß und eine gute Fahrt wünscht Amesia und natürlich der gute Think New Fly New auch. Ja, und in dem Sinne recht herzlich willkommen auf der Strecke. Ja, man könnte sagen Berlin-Leipzig, aber wir befinden uns auf dem Streckenaddon schwere Fracht für Sedin. Die Lokomotive sollte jetzt gleich noch aufgerüstet werden und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die Lokomotive erst einmal von außen an. So, und hier hätten wir dann schon mal das gute Stück. Die Baureihe 152 von Captrain. Ja, und wie im Einleitungstext beschrieben, hinten dran natürlich die Wagen beladen mit Stahl. In dem Fall hier Rohre aus dem Röhrenwerk. Und ja, unser Zug ist heute auch nicht sehr kurz. Wir haben ziemlich viele Wagen hinten dran. Ist ja eigentlich schon grenzwertig, würde ich mal sagen, von der Länge her. Und natürlich ist das entsprechende Gewicht auch. Das ist alles Eisen, ne? Und die Wagen haben ja selbst natürlich auch nochmal ein Eigengewicht. So, die sind alle schön gekoppelt. Oder gekuppelt. Und ja, selbst das hier sind alles so Eisenstäbe. Also haben wir heute wirklich einiges zu ziehen. Das Ganze natürlich in der unteren Zugart. Was für uns natürlich bedeutet, an 500 Hertz Magneten mit maximal 25 Stundenkilometern. Das sollten wir nicht unterschätzen. Insofern wir denn in PZB-Überwachung fahren. Ich denke mal, wir werden dann gleich auf die LZB-Strecke rausgeleitet. Und die LZB übernimmt dann gleich. Gut. Wir haben hier drin schon die Beleuchtung eingeschaltet. Die Instrumentenbeleuchtung leuchtet auch schon. Wir wählen uns noch unseren Fahrplan. Der ist zwar jetzt nicht beim Szenario mitgeliefert worden, aber wir fahren hier mal aus Spaß mehr oder weniger mit einem fiktiven Fahrplan. So. Ab Leipzig Hauptbahnhof gilt der hier. Bis Delitzsch unterer Bahnhof. Ein ICE-T feuert schon durch den Bahnhof hindurch. So, wir möchten aber in Richtung Berlin, soweit ich das weiß. Genau, bis Jüterbog. Scheinbar scheint kein Fahrplan für uns dabei zu sein. Na gut, dann müssen wir eben damit leben. Ja, so ist es dann heute mal. Dann wählen wir hier aber bitte noch die Nachtvariante aus und kümmern uns um unseren Zug. Bremse soll natürlich erst einmal angezogen sein. PZB untere Zugart leuchtet, LZB leuchtet auch. Lampentest können wir uns, glaube ich, hier sparen. Der müsste im Simulator nicht möglich sein. Und hier drüben Zugsammelschiene, die bleibt natürlich aus. Da wollen wir kein Risiko eingehen.
So, die AfB soll nochmal neu eingestellt werden, wurde gesagt. Wir stellen sie vorab auf 40. Fahrtrichtungssender ist schon ganz vorn. Das ist wunderbar. Und ja, die SIFA wird an sein. Müssen wir heute dran denken. Bei der neuen Lokomotive ist es aber kein Problem. Es ist nur bei den älteren Virtual Railroads Maschinen, sage ich jetzt mal, unkomfortabel, wenn da die SIFA auslöst, während ich halt in der Außenansicht bin. Aber das machen die neuen Loks zum Glück nicht mehr. Und hier im Bahnhof hätten wir nochmal eine Talent 2 Garnitur der S-Bahn Mitteldeutschland im ganz klassischen silberfarbenen Design mit dem ja, grünen bzw. weißen S auf grünem Grund vorne dran. Natürlich finanziert bzw. gefahren durch die Deutsche Bahn. Ja, Delitzsch unterer Bahnhof. Delitzsch hatte auch noch einen oberen Bahnhof, daher die Bezeichnung. Und für diejenigen, die es nicht wissen, der gelbe Strich am Zug bezeichnet oder kennzeichnet im Regelfall immer die erste Klasse. Okay, ein Zug fährt ab. Und wir werden ihm dann gleich folgen. Ja, auch wenn der Stromaufnahme gesenkt ist, das ist ein sehr energiesparender Zug. Finde ich sehr gut. Sollte es öfters geben. Nee, sieht natürlich nicht gerade schön aus, wenn er hier im Simulator mit gesenktem Pantographen losfährt. Aber na gut, werden wir schon mal verkraften. So, in Delitzsch gibt es hier einen Aldi, sehe ich gerade. Und am Bahnhofsvorplatz auch entsprechende Parkmöglichkeiten. Und da hier grün ist, heißt es das wahrscheinlich, dass auch gleich hier ein Zug langgefeuert werden wird, also langfeuern wird. So rum. Eine Doppelstockgarnitur. Wir müssen auch so ein bisschen das rote Signal hier drüben im Auge behalten. Das ist nämlich unseres. Denn auf los geht's los. Spätestens dann, wenn es grün wird. Also hier ist wieder eine richtige Klonarmee am Start. Weshalb ich der Meinung bin, werde ich gleich nochmal ja, die Gründe dafür einblenden. Aber ich denke mal, die meisten, die nicht gerade farbenblind sind, sehen, dass hier hinten fünf, sechs Damen im grünen Pulli dastehen, mit braunen Haaren und ja, relativ identischen Gesichtszügen. 143 589-0. Ja. Schön, schön. Genau, das Signal ist grün geworden. Ausfahrt mit 60 gestattet. Und hier unten hat scheinbar irgendjemand ein Signal fallen lassen. Das liegt heute mal im Gleis. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist, aber okay. So, was ich gerade meinte, ne? Hier viermal dieselbe Dame. Da hat der Train Simulator ein bisschen Mist gebaut. Wir lösen die Bremsen. Wählen 60 vor. Und dann geht's raus auf die Strecke. Ja, die Bremsstellung ist natürlich sehr verzögernd. Damit sollten wir auch während der kompletten Fahrt immer rechnen. So, und dann in dem Sinne, gute Fahrt. Ich glaube, wir wären sogar besser dran gewesen, wenn wir ohne AFB losgefahren wären. Die Lok hat jetzt erstmal kräftig zu ziehen. Immerhin hängt da einiges hinten dran, ne? Und ich entscheide mich heute doch mal für die Tagansicht. Ist ein bisschen besser lesbar. So, die SIFA macht schon ihre erste Meldung.
Boah, wie lang der Zug ist. Ja, komm, liebe Lokomotive. Ich denke mal, so bei 50 Kilonewton sollte Schluss sein. Theoretisch haben wir ja die AFB an, die sollte es eigentlich begrenzen. Naja, Radstopp. Da war meine Schätzung schon richtig. So, und dann wären wir schon auf der Hauptstrecke. Der Linienzugleiter unten im Gleis. Und die LZB sollte dann gleich anspringen. Ja, also ihr merkt es schon, die Lok hat zu arbeiten. Das wird heute ein sehr spaßiges Unterfangen. Uiuiui. Sehr schwerer Zug. Also theoretisch kann man eigentlich auch gleich bis auf 90 hochgehen. Hintergrund an der Stelle, bis wir den Zug komplett aus dem Abstellgleis rausgezogen haben, sind wir längst nicht bei den 60 Stundenkilometern angelangt. Genau hier. Ich werde gleich über die letzte Weiche dort hinten. Und wir sind gerade mal bei 40. Und da hier draußen mindestens 160 oder ähnliches zugelassen sind, wird gleich hochspringen. Aber das können wir aktuell erstmal ignorieren. Oder 140 erstmal hier in der Richtung. Da werden wir das wohl kaum schlagen können. Ja, Captrain hat immer aus meiner Sicht eine der schönsten Lackierungen. Dieses Neongrün bzw. Neongelb kombiniert mit diesem, ja, Weiß oder Mattgrau. Eine sehr schöne Farbwahl. Genau, und 120 sind freigegeben. Da wir sogar nur 90 fahren dürfen, ist das für uns überhaupt kein Thema. Die LZB hat sich eingeschaltet und greift ein. PZB im Standby-Modus. Ja, auch in der Geschwindigkeitslage noch Radschlupf bei nahezu 60 kN pro Fahrmotor. Also es bezieht sich immer auf einen einzelnen Fahrmotor hier in dem Sinne. Im Grunde genommen multipliziert mit 4. Oh, so schön. Im Schein der untergehenden Sonne in Richtung Berlin. Das Signal ist grün, die LZB gibt den nächsten Streckenabschnitt für die nächsten 7 Kilometer frei. Da haben wir aber eine relativ schnelle S-Bahn vor uns. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der Talent so schnell fort ist, weil der wird ja auch das ein oder andere Mal anhalten müssen. Na, mal gucken. Die wird uns heute bestimmt noch ein bisschen bespaßen mit roten Signalen. Tada! Wenn man vom Teufel spricht. Nächster Halt in ca. 3500 Metern. An der Stelle Leistungsabnahme. Ja, Sifa. Ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn ich in einem Rechner eingesperrt wäre als Stimme. Da würde ich mich auch mal alle 30 Sekunden melden wollen. Guten Tag, Herr Kollege. Auch wenn du bei einem anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen tätig bist, bist du dennoch ein Kollege. So, an der Stelle einfach mal rollen lassen. Wenn man sich hier auch mal die Tachonadel anschaut. Also wirklich Geschwindigkeitsverlust im Minimalsten. Da merkt man mal, was der Zug auch für eine Masse hat. Weil Gewicht ist ja nicht gleich Masse.
Sollte aus dem Physikunterricht bekannt sein. Okay, 4000 Meter wieder. Also scheinbar hat der Zug eine ähnliche Durchschnittsgeschwindigkeit mit Einberechnung der Halter. Ja gut, der Talent kann ja auch bis zu 160 fahren. Wir sind heute auf 90 begrenzt. Geben wir noch ein bisschen was dazu. Da striezen wir die 152 noch ein bisschen. Ja, die Windräder hier links. Boah, so geil. So geil. Auch der Verschmutzungsgrad der Lok ist ziemlich realistisch gehalten. Hier oben dran diese kleinen, ich sag mal, Befleckungen. Die beiden Pantos. Auch die Captrain-Lackierungen sind echt. Die sehen echt klasse aus. Und die nächsten 7 Kilometer freie Fahrt. An der Stelle mal volle Leistung. Einen guten Tag, Herr Kollege. 185er war's, ne? Dann springen wir schnell ans Zugende. Den möchte ich mir nochmal genauer anschauen. Was kommt da auf uns zugebraust? 185, 250-8. Und es ist sogar gar kein Kollege, es ist eine Kollegin. Hinten dran Vascosa. Nochmal Vascosa. Und nochmal Vascosa, Kasselwagen. Schön. Zurück in der Lokomotive. Und geht's weiter in Richtung Sedin. Streckenkilometer 53,8. Ja, so entspannt erlebt man die Strecke auch in einem komplett anderen Blickwinkel. Gerade bei so, naja, ich sag mal, Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo man ja hier bei der VDE 8 wirklich von sprechen kann, ist es relativ schön, wenn man da mal einen langsamen Güterzug drüber ziehen darf und einem dann die, ja, ich sag mal, Lokomotivvielfalt des Train-Simulators entgegenkommt. Auch die Bäume. Dadurch, dass sie durch die untergehende Sonne nochmal so richtig schön beleuchtet werden, hat das so einen richtig schönen Touch. Okay, die elektrische Bremse leistet hier gute Arbeit. Sollte es zu viel werden, müssen wir mitbremsen. Aber das überlassen wir der E-Bremse erst einmal. Solange die da nicht, ich sag mal, voll durchgezogen ist, ist da alles okay. Wir merken ja auch, wenn die Lokomotive ins Schleudern kommt oder ähnliches. Ja, hier das Überführungsbauwerk. Die eine Strecke müsste in Richtung, ja, Leipzig gehen, wo wir herkommen. Und die andere müsste Richtung Halle gehen. Genau, Halle müsste das andere sein. Das ist dann der Ausbaustreckenabschnitt der VDE 8. Es piept. Nächster Halt, ca. 4000 Meter. Leistung rausnehmen. Leistung ist runtergefahren auf 0. SIFA bestätigen. Und zwischenspeichern. Ja, Durchfahrt des nächsten Bahnhofs müsste Bitterfeld sein. Eieiei, was sehe ich da? Ein S-Bahn. Naja, Zugpaar ist es nicht, aber okay. Oh, schön, da kommt noch ein ICT. Wir müssen aber auch immer die Instrumente im Führerstand im Auge behalten.
So, und der ICE kommt immer und immer näher und er überholt uns schließlich letzten Endes. Guten Tag. Ja, du hast Vorfahrt in deinem weißen Wurm. Okay, bei 60 Stundenkilometern sind wir schon. Also wir haben schon gut verzögert. Oh, und was gibt's denn dort vorn? Na, hier sehen wir einmal. Nein, dreimal sogar. Dreimal Baureihe 185. Einmal DB Cargo. Dann noch einmal DB Cargo. Und die schöne Captrain-Lokomotive. Dahinter wieder was Kosa, Kesselwagen, Ermewa. Die S-Bahn Mitteldeutschland. So, und spätestens jetzt sollten wir uns auf die Führerstanzen konzentrieren. Und an der Stelle hier schon mal eine leichte Bremsung einleiten. Ein Doppelstock-Zugverband steht schon im Bahnhof. So, ich weiß instinktiv, dass der nächste Signalblock, oder naja, gut, der Signalabstand etwas kürzer ist. So, wir haben ein W. Wahrscheinlich für Wittenberg. Achso, ja. LZB. Ja, dich muss ich aber quittieren. Liebe Sifa. Was ist denn jetzt so? Bremsen lösen, bitte. Ja, die Bremsen hängen manchmal. Okay, jetzt sind sie gelöst. Ja, und was das hier für eine Bremskurve sein soll mit der AFB, frage ich mich auch. Das stimmt, glaube ich, irgendwas nicht. Ja, Sifa, ich bin noch da, ich bin noch da. Alles gut, alles gut. Gut. Dann einmal bitte AFB aus. Ah, wieso ist es jetzt auf aus? AFB, AFB, AFB. So. Wieder eingeschaltet. Ja, genau, und jetzt läuft die Bremskurve erst runter. Naja, gut. So, jetzt darfst du oben bleiben, es ist grün. Nächste Haltsignalisierung für ca. 3000 Meter. Ja, da ich jetzt eigentlich gar nicht so weit runterbremsen wollte und auch nicht so ungemein langsam dran fahren wollte, ja, haben wir natürlich jetzt den Vorteil, wir können ein bisschen stärker beschleunigen und auch ein bisschen länger, da der Zug jetzt seinen Vorsprung um Weiten ausbauen konnte. Ja, Sifa und Radschlupf auch noch. Und der nächste ICT. ICET Potsdam. Sehr schön. So, 160. Für uns bleiben es aber leider 90. Also 60 Stundenkilometer V-Soll in 4000 Metern. Na, die 60 müssen wir erstmal erreichen. Das wird schon noch ein bisschen dauern. Zugkraft kann wieder ein Stückchen erhöht werden, bis knapp an die 60 ran. Radstoff bedeutet nichts anderes, als wie dass die Räder oder Achsen der Lokomotive durchdrehen und wir ja die Schiene nicht so greifen, wie wir sie greifen sollten. Also greifen im Sinne von Haftung. Keine Angst, da kommen keine Hände aus den Rädern, die sich am Gleis festhalten. Nein. Ja, im Simulator haben wir es 19:02 Uhr.
In Realität können wir vorne die 1 wegstreichen, das ist bei mir 9 Uhr. Und zwar 9 Uhr am Morgen. Ich bin auch noch ein, ja, wenn ich sagen würde, ein kleines bisschen müde, wäre das ziemlich untertrieben. Ich habe gestern bis ca. 3 Uhr am Computer gearbeitet und Videos geschnitten und so weiter und so fort. Ja, und an meinem einzigen freien Tag mal kommt doch tatsächlich der Postbote und holt den Monitor ab, den ich vor, ich glaube, einer Woche schon in Auftrag gegeben hatte. Ja, dann klingelt es früh an der Tür und beim ersten Mal habe ich es überhaupt nicht mitbekommen. Klingelt dann zweites und drittes Mal wahrscheinlich noch und auf einmal wachst du auf. Oh mein Gott, wie spät ist es? So nach dem Motto, ja, ich bin Krümelmonster und mir hat gerade jemand die Kekse im Schlaf geklaut. Ja, natürlich, also ich habe mich hundeelend gefühlt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, der Postbote hat es mir auch irgendwie angesehen, dass er mich mehr oder weniger wach geklingelt hat. Und er hatte sich dann auch entschuldigt, aber naja, was kann er schon dafür? Es ist natürlich seine Pflicht, mehr oder weniger die Pakete abzuholen. Bin ich ihm auch sehr dankbar. Kann der ja natürlich nicht wissen, dass ich da ja, bis zu dem Zeitpunkt geschlafen habe. Wobei ich 9 Uhr morgens eigentlich auch schon relativ wach bin im Normalfall. Aber naja, bei 6 Stunden Schlaf, das ist für mich zu wenig. Um da jetzt mal nicht zimperlich wirken zu wollen. Radschlupf, Radschlupf, Radschlupf. Okay. Aber das ist dann halt doch unangenehm. Und ich glaube, der Krümelmonster-Vergleich, der trifft's da am besten. Mit anderen Worten, ich habe jetzt den ersten 4K-Monitor zurückgesendet. Hintergrund war einfach die Eingabeverzögerung, der Input-Lag. Also, obwohl nicht Eingabe, ja, die Ausgabeverzögerung eigentlich, war einfach zu groß. Und da ich ja hin und wieder auch mal ein Ründchen am Computer etwas schnelleres spielen möchte, als wie den Train Simulator, ja, da sollte man da schon drauf achten. Und der wäre auch preislich jetzt nicht gerade billig. Deswegen lieber zurücksenden und neues Monitormodell. Ist auch etwas kleiner, der neue. Der vorige war 32 Zoll groß. Also man könnte schon sagen, fast ein Fernseher eigentlich. Und der jetzige müssten 27, 28 Zoll sein. Auf jeden Fall nicht sehr viel größer als der andere. Also der alte in dem Sinne. Und ja, auch 4K-Unterstützung, also könnt ihr euch auch an der Stelle über 4K-Videos freuen. Okay, das war jetzt ein ziemlich komischer Loading-Screen. Jetzt hier auf der Strecke Berlin-Leipzig, beziehungsweise, na, wie heißt sie? Bahnknoten Sedin. Keine 4K-Unterstützung, Hintergrund, die Grafikkarte ist noch zu schwach und ich spare aktuell auf eine neue. Ja, mehr Leistung war ja nicht möglich, okay. Die Lokomotive lehnt das vehement ab. Radstupf. Noch mehr Radstupf. Noch mehr Siefer. Noch mehr Siefer. Ja, und wenn man in Richtung Leipzig fährt, dann signalisieren einem die drei großen Schornsteine hier immer schon so, ja, Bitterfeld kommt gleich, bald haben wir es geschafft. Und naja, in Gegenrichtung, entsprechend genau das Gegenteil. Es sind noch einige Kilometer bis, ja, für uns heute Jüterbock, ne? Genau. Um es genau zu sagen, 64 Kilometer. Auf der rechten Seite im Bild die Lokomotive von SBB Cargo. Noch mehr Zeit. Sind ja LZB geführt. Alles gut. Können wir auch mal hinspringen. Die Baureihe 482. Also nach SBB Bezeichnungsschema, wobei es dann nicht Baureihe heißt. Ja, SBB CFF FFS und hinten dran VTG Kesselwagen. Von der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft kommt die Lokomotive 605, wahrscheinlich Baureihe 143, die eigentlich drunter steckt.
mit einem schönen Güterzug. Gemischt waren alles, was man sich so vorstellen kann. Für das Szenario benötigt wird natürlich auch die Baureihe 152 von Virtual Railroads in der Expertline-Version sowie das entsprechende Repaint von Captrain. Man benötigt das 3D-Zug KI-Pack, sag ich mal, sowie natürlich die Strecke Bahnknoten Sedin. Oder nee, schwere Fracht für Sedin, sorry. Schwere Fracht für Sedin wird benötigt. Und ja, weitere Informationen in der Videobeschreibung. Der Train Simulator selbst natürlich auch, wie immer als Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. SIFA, ja. Und das entsprechende Szenario gibt es bei Railsim. Einfach nach der Fahrtnummer googeln. Also in dem Fall ist es jetzt nicht, wer auf die Idee kommen sollte, die 77681. Nein, wir fahren als DGS 89244. Und das Szenario besteht insgesamt aus drei Teilen. Wer sich also den zweiten Teil und den dritten Teil noch wünscht, den würde ich bitten, in der Kommentarbox unten unter dem Video einen kleinen Hinweis bzw. Vermerk zu hinterlassen. Und je nach Belieben werde ich dann den zweiten oder dritten Teil auch noch drehen. Mir persönlich gefällt die 152 hier auch als Lokomotive sehr, sehr, sehr gut im Train Simulator. Und schon alleine deswegen wäre ich dazu aufgeschlossen, die weiteren Folgen zu drehen. Natürlich nur unter der Bedingung, dass ihr euch das auch wünscht. Wir wollen ja schließlich beide Spaß dabei haben. Oh, ich finde die Lokomotive so schön. Ihr könnt euch getrost darauf einstellen, dass ich das heute noch 5-6 Mal sagen werde. Wunderbar. Das müsste der Bahnhof von Bergwitz sein. Nein, Burg Chemnitz. Burg Chemnitz, okay. Da hab ich mich getäuscht. Da hab ich mich getäuscht. Ja, eigentlich sehr entspannte Fahrt, ne? Die SIFA wird uns gleich nochmal alarmieren. Am liebsten hätte ich für einen Train Simulator so ein richtiges SIFA-Pedal, wie die Triebfahrzeugführer im echten Führerstand. Am liebsten so an den Computer anschließen und an den Tisch legen und dann immer klack, klack, klack mit den Füßen schön machen. Wobei, dann könnte ich mich manchmal nicht so entspannt hinsetzen. Ich mach mal das Fensterchen runter und die E-Bremse greift. In dem Fall werden wahrscheinlich auch die Fahrmotoren wieder als eine Art, ja, vereinfacht gesagt, Dynamo genutzt. Und die entstandene Bremsenergie oder ja, entstehen tut Energie nicht, sie wird immer umgewandelt, ne? Aber ja, die umgewandelte Energie wird dann zurück in den Fahrdraht gespeist. Was? Heute nur 11 Kilowattstunden zurückgespeist? Na, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, das ist mal eine ziemlich komische Anzeige.
also in circa 7 Kilometern Vmax 25 Stundenkilometer erwarten. 25 Stundenkilometer hatte ich lange nicht mehr. Sehr ungewöhnlich. Aber was soll da für ein Ereignis sein, dass da 25 Stundenkilometer steht? Ich meine, die werden doch keine Ankündigungstafel mit 25 schreiben. Oder versteht die RZB neuerdings, dass wir... zurück. Oder versteht die LZB neuerdings, dass wir dort vielleicht einen 500-Hertz-Magneten haben und wir aus der LZB rausgelassen werden? Komm, liebe Lokomotive. Den Berg schaffst du, das weiß ich. Komm, schön durchhalten. Ja, so an dem Berg hier anfahren möchte ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, ob wir das mit einer Lokomotive packen würden. Ja, Sifa. Aber die Leistung können wir schon mal mindern. Die muss hier wirklich nicht auf 100% stehen. Und dann Halt erwarten in 3 Kilometern. 3,5. Leicht Leistung auferhalten. Und dann das Fensterchen wieder hoch. Dann wird es auch gleich hier wieder ein Stückchen ruhiger im Führerstand. SIFA bestätigen und nach draußen gucken, wo wir uns befinden. In Gräfenhainichen. Und da jagt unser Stahlzug durch. Wobei durchjagen bei ca. 80 Stundenkilometern, glaube ich, ein bisschen übertrieben ist. Okay. Und die Leistung an der Stelle dann komplett raus. Die E-Bremse wird leicht angezogen und ja, das ist tatsächlich erlaubt. So, und die ganze Bremskraft würde nochmal ergänzt durch die Luftdruckbremse. Schon mal das Führerbremsventil in die Stellung 1A versetzen. Leicht anbremsen. Und die E-Bremse wird dann auch gleich wieder eingekoppelt. Okay, gelbes Signal. So, die E-Bremse sollte wieder eingekuppelt sein. SIFA bestätigen. Und langsam vor bis zum Signal rollen. Das zeigt wie erwartet rot. Ja, und da wir uns natürlich in der LZB befinden, haben wir auch kein Problem damit, etwas schneller als 25 Stundenkilometer zu fahren am 500 Hertz Magneten. Also ich finde die Bremskurve so richtig geil, ne? Hätten wir jetzt angefangen mit Bremsen, also wir wären meilenweit hinter dem roten Signal zum Stehen gekommen. Ja, SIFA. Also ihr habt es gerade gesehen, der 500-Hertz-Magnet wurde schon überfahren. Und
Siehe da, es passiert nichts. Hintergrund, wie gesagt, LZB. Zugsicherung und die PZB greift an der Stelle nicht. Dann wollen wir direkt mal die geografische Lage zu unserem Vorteil nutzen und Leistung aufschalten, denn wir befinden uns aktuell in einer ziemlich schönen Hanglage, die uns bei der Beschleunigung natürlich um einiges nach vorne bringt. Richtiger Support. Okay, auf 90 hoch. Na gut, aber über die 60 können wir trotzdem nicht gehen. Alles klar. Hab's verstanden. Aber ich möchte jetzt mal noch wissen, ob die tatsächlich, ja, sehr schön gemacht. Die LZB begrenzt automatisch die Zuggeschwindigkeit auf 90. Das finde ich sehr schön. So, aber ich frage mich gerade, wo es hier für uns lang gehen soll. Ach, okay. Ich ahne da was. Das sieht mir stark nach einer fliegenden Überholung aus. Fahrt im Gegengleis jetzt mal an der Stelle. Was sicherlich beabsichtigt ist. Also Gegengleisanzeige habe ich jetzt eventuell übersehen. Oder war nicht vorhanden. Beide Möglichkeiten gibt es. Ah, da. Gegengleisanzeiger. Alles klar. Weiterfahrt ist so genehmigt. Und auch im eigentlichen Richtungsgleis. Hier grünes Lämpchen. Eine schöne fliegende Überholung. Eine fliegende Überholung, für diejenigen, die es nicht wissen, bezeichnet einen Überholvorgang bei der Eisenbahn. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ein Überholvorgang bei der Eisenbahn, wo ein langsamerer Zug während der Fahrt von einem schnelleren Zug überholt wird. Und das findet, wie gesagt, bei im rollenden Zustand statt. So ein Ereignis durfte ich glücklicherweise mal auf der Schnellfahrstrecke Fulda, Hannover. Nee, wartet. Es war bei Würzburg. Bei Gemünden. Also müsste es zwischen Würzburg und Fulda sein, oder? Müsste zwischen Würzburg und Fulda sein. Dort hat eine ICE 3 einen ICE 2 auf der auf einer riesigen Talbrücke überholt. Wer jetzt den Namen der Brücke kennt, die ich meine, ist sehr schön. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare hinein. Dann haben wir alle wieder was gelernt. Das war bei der Nantenbacher Kurve. Also Nantenbacher Kurve führt ja in die Schnellfahrstrecke nach Würzburg rein. In eine Richtung. SIFA, ja. Und direkt hinter dem Einmündungsabschnitt der Nantenbacher Kurve wurden diese beiden Züge, oder wurde einer dieser Züge von einem anderen überholt. Also ganz kurz und vereinfacht gesagt, ICE 3 überholt ICE 2. So, mal Fensterchen runter. Na schön. Schön, schön. Einen guten Tag. Ein ICE 1. Weiteres Merkmal soll auch hier sein, dass wir vorne bei der Kupplung eben beim ICE 1 nicht
diesen, ich sag mal, ja, Kuppelstutzen sehen. Also dieses, ja, gebogene Rohr, um das jetzt mal. Wow, 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 wow. Ja, dann sehen wir halt nicht dieses gebogene Rohr, was aus der Bugklappe hervorragt. So, Sifa. Und dann ist wieder alles gut. Ja, man muss aber wirklich sagen, ich fahre heute am Limit. Immer schön mit voller Power. V soll gleich V. Oder Vmax mehr oder weniger. Wobei Vmax ist ja Geschwindigkeit, nee. Also Zugkraft müsste ja Englisch Force. Also Fmax heute. Wir fahren heute Fmax. Ja, genau, hier auch aufgeschrieben. F. Ja, die Dame ist heute so redebedürftig. Wie gesagt, ich kann sie aber auch nicht übel nehmen. Aber so eine Rechnerstimme, naja gut. So eine Lieben ist halt ziemlich begrenzt. Wenn ich jeden Tag immer und immer wieder dasselbe sagen müsste, dann würde ich mich natürlich auch jedes Mal dagegen auflehnen. Und das mit immer tieferem Nachdruck sagen. Und deswegen freie ich sie jetzt mal an der Stelle und drücke mal die Sifa-Taste etwas eher. Für diejenigen, die nicht wissen, was der Sifa ist, eine kurze Erläuterung vom Erklärbär. Sifa steht erst einmal für Sicherheitsfahrschaltung und kennzeichnet ein Zugüberwachungs-Zugsicherungssystem, was den Lokführer dazu auffordert, dass er nach einem bestimmten Zeitintervall einen Taster am Fußboden oder einen Taster hier am sogenannten Seitenfahrschalter betätigen muss. Hier unten das passende Pedal dazu, ne? Damit wird quasi die Anwesenheit sowie die Fahrtüchtigkeit des Lokführers überwacht. Also sollte der jetzt ohnmächtig werden, ihm wird schwindelig oder sonst etwas, dann hält der Zug automatisch nach diesem Zeitintervall an. Zuerst einmal leuchtet hier unten diese Leuchtmelder auf, Sifa. Das war jetzt die LZB, okay. Nach Nichtbetätigung, jetzt leuchtet er das auf, dann kommt ein akustisches Signal, jetzt. Der sagt das dann 1, 2, 3, 4 Mal. Danach heißt es nur noch Sifa-Zwangsbremsung. Und bei bestimmten Sifa-Arten kann auch während der Zwangsbremsung die Sifa wieder quittiert werden. Mit anderen Worten, die Bremsung kann aufgehoben werden im fahrenden Betrieb und der Zug darf weiter. Natürlich dann Standard vorgehen, Bremse wieder lösen, entsprechend wieder Zugkraft ausschalten und den Zug auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. So, jetzt suchen wir uns an der Stelle nochmal eine schöne Trainspotter-Position. Na gut, möchte nicht. Oh, schön, Sonnenblumen. Wunderbar. Sonnenblumen im Sonnenuntergang. Die sind hoffentlich auch zur Sonne ausgerichtet, ne? Also da müssen wir schon im Train-Simulator ziemlich viel Wert drauf legen. Oh, echt klasse. Ich merke auch auf dieser Strecke hier die Betonmasten sehr. Die passen hier irgendwie einfach so hin. Gut, und dann heißt es für uns erstmal Zugkraft raus und runterbamsen.
Der sogenannte LZB-Gefahrenleuchtmelder leuchtet auf. Was für uns nichts anderes heißt als runterbremsen. Signal muss nicht manuell quittiert werden. Dafür gibt's die LZB. So, jetzt ein bisschen weiterhin schön verschleißfrei bremsen. E-Bremse nutzen. Und mit 200 Ampere ist das Ganze wirklich im Rahmen des Machbaren. In einigen Lokomotiven gibt es auch extra den Aufdruck, dass die E-Bremse nicht so stark genutzt werden darf. In Österreich soll es tatsächlich so sein, dass die E-Bremse, in den Taurus-Lokomotiven zumindest, ja, meistens voll gezogen wird, also bis ans Maximum, und dann tatsächlich erst mit der Luftdruckbremse nachgebremst wird. Von daher ist es möglich, auch ohne zu entgleisen. So, die 90 werde ich hier definitiv nicht ausfahren. Okay, Bremskurve läuft auch wieder runter. Es ist eine richtig coole LZB heute. Die ist sehr an eine sportliche Fahrweise gelehnt. So, Schulterblick nicht vergessen. Und dann erst einmal mit 60 durch die Weichen. Eine kleine Überleitstelle. Wobei, naja. Genau, hier müsste es jetzt die Überholmöglichkeiten geben, rechts und links. Es dürfte kein direkter Bahnhof sein, der dann folgt. Ja, Sifa folgt auf jeden Fall. Alles gut, alles gut. Und 7000 Meter frei fort. So, lieber 952, du darfst zeigen, was du kannst. Auch unser Triebfahrzeugführer hier vorne drin, der guckt immer so ein bisschen grimmig, habe ich das Gefühl. Der muss mal mehr lächeln. Zeugt dann von viel mehr Lebensqualität. Also tatsächlich wissenschaftlich belegt, also wer lächelt, kommt leichter durchs Leben. Also Leute, lächelt. So doof der Tag auch sein mag, lächelt. Mir gelingt es zwar auch nicht jeden Tag, aber ich gebe da wirklich mein Bestes. Einfach lächeln, auch wenn's doof ist. Und ihr müsst euch auch immer im Klaren darüber sein, der Einzige, der bestimmt, wie es euch geht, das seid ihr wirklich selbst. Klar gibt es manchmal Umstände, die einen gefühlt in bestimmte, ja, sag mal, Motivationszustände bzw. Ja, Empfindungszustände hineinzwingen. Aber letzten Endes seid wirklich ihr Sinnesherr. Also ihr seid Herr über eure Sinne und ihr alleine bestimmt, wie es euch geht. Es mag noch so schwer sein an manchen Situationen und manchen Tagen, aber, also in manchen Situationen und manchen Tagen, aber gebt euer Bestes, lächelt. Ist auch sehr cool, wo der Fahrtrad manchmal hängt, beziehungsweise der Stromabnehmer. Echt schön gemacht. Okay. So, ich glaube, hier vorne kommt die Elbbrücke. Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber müsste die Elbbrücke sein. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich will ja schon gar nicht mehr von dir. Boah, Mann, wieso bin ich nicht eher in diese Position gegangen?
Es sieht so geil aus. Ach, schade. Na gut. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder would have, would have, cycle chain. Wobei das nicht ganz korrekt ist. So, aber wir trauen dem Blickwinkel nicht nach. Allseits positiv bleiben und nach vorne schauen. Gerade diesen Spruch kann man wirklich wunderbar mit dem Beruf als Lokführer verknüpfen. Immer nach vorne schauen. Geil. Und damit recht herzlich willkommen in der Lutherstadt Wittenberg. Bahnhof Lutherstadt Wittenberg. Ein weiterer ICE halt. Oh, schön, es steht sogar Zugdurchfahrt dran, ne? Ups. Achtung, Zugdurchfahrt, geil. Geil gemacht. Das schätze ich an Szenarien immer richtig, richtig dolle, wenn man da tatsächlich auch noch die Anzeigen am Bahnsteig ja, nachbastelt. So, Richtungsanzeiger in Richtung Jüterbrook und das Signal springt dann auch schnell mal um auf Rot. Unser Stahlzug pfeffert auch hier durch den Bahnhof. Nebenan, ein Doppelstockwagen. Auf der rechten Seite sehen wir für einen kurzen Moment gleich auch das BW Lutherstadt Wittenberg. Hier durften wir in der Vergangenheit schon oft rangieren. Unter anderem mit der Baureihe 294. Die Standard-Rangierlokomotive im Train-Simulator schlechthin. Wie sich der Zug in die Kurve legt. Oben wieder der Funkenflug. Ja, also der Funkenabriss ist ganz normal. Da gibt es nichts zu befürchten. Entsteht unter anderem, wenn der Strom auch immer mal nicht richtig an der Oberleitung anliegt und der Luftwiderstand überwunden wird in Form eines Lichtbogens. Und das ist an der Stelle die physikalische Definition dahinter. Kann natürlich auch andere Ursachen haben, zum Beispiel Fahrgastoberleitung, auch da wieder Abstand zwischen Fahrtrad und Stromabnehmer, beziehungsweise oben dem Schleifbügel. Weil der Stromabnehmer selbst kennzeichnet ja eigentlich immer die komplette Konstruktion, also, na gut, jetzt sieht man es schlecht, hier oben den kompletten Teil, der eigentliche Bügel ist das, was oben anliegt. Und bei den neuen Loks gibt es auch eine sogenannte Stromabnehmer-Senkeinrichtung. Man sieht jetzt hier oben drauf so eine, ja, ist ja mal eine Art so einen schwarzen Streifen. Darunter befindet sich dann eine Luftkammer oder eine Vakuumkammer. Auf jeden Fall ein bestimmter Raum, der mit einer, der halt mit Druck versehen ist, beziehungsweise Unterdruck, also Über- oder Unterdruck. Was es jetzt genau in beiden ist. Sorry, das habe ich mir nicht gemerkt. Aber sollte es zum Beispiel dazu kommen, dass der Fahrdraht den Stromabnehmer durchschleift, dann hätten wir da oben ein Loch. Der Druck würde sie ausgleichen und ein Mechanismus im Stromabnehmer sorgt dann dafür, dass der Stromabnehmer automatisch gesenkt wird. Das ist bei allen neueren Lokomotiven so und hat halt den Hintergrund, dass eben die Lokomotive nicht dann den kompletten Fahrdraht mit hinter sich her schleifen soll, insofern sich dann da oben irgendwas verheddert oder so. Und ja, das ist die Sicherheitsmaßnahme dahinter. In dem Sinne, toi 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 und gute Fahrt. Ja, kommt, wir müssen da jetzt mal noch ein bisschen was rauskitzeln. An der Stelle sanden wir. So, Sand halten, dann Leistung erhöhen.
Das macht man im Grunde genommen eigentlich nur dann, wenn es wirklich unabdingbar ist. Wenn es wirklich vonnöten ist, mit höherer Leistung zu fahren, zum Beispiel am Berg. Angenommen, der Zug würde zum Stehen kommen und könnte nicht wieder anfahren, dann sanden, höhere Zugkraft voraussetzen und dann geht's weiter. Ganz wichtig aber hier immer, sollte es bei der Lokomotive zum Schleuderzustand kommen. Wir können das Ganze hier gleich mal ganz kurz simulieren. Dazu Leistung erstmal wieder rausnehmen. Auf einen Wert, wo wir uns sicher sind, dass die Lokomotive eben nicht rutscht. Und so. Na gut, jetzt haben wir gerade den Nachteil, dass es bergab geht. Wobei, das ist eigentlich ein Vorteil. Dann werde ich es gleich mal am Berg zeigen, wenn es wieder in die Steigung hineingeht. So, ich kann aber jetzt mal ganz kurz schon mal das Vorhaben erklären. Mit anderen Worten, ich werde jetzt gleich die Leistung so hoch aufschalten, wahrscheinlich gehen wir bis auf ca. 70, dass die Lokomotive gezwungen wird, ins Schleudern zu kommen, beziehungsweise dass das Radschlupf entsteht. Und ganz wichtig, solltet ihr so eine Situation vorfinden, nicht an dieser Stelle sanden. Es kann wirklich zum Entgleisen führen. An der Stelle wirklich erst Leistung rausnehmen, bis auf einen Wert, wo es nicht mehr schleudert. So, in dem Fall ca. 50 kN bei uns. Dann sanden, dann langsam und vorsichtig Leistung aufschalten und weiterhin beschleunigen. Das an der Stelle als kleines Erklärbär-Video. Da wir jetzt aktuell aber sowieso bei nahezu 90 Stundenkilometern sind und hier auch wirklich keine Notsituation in dem Sinne vorherrscht, müssen wir das nicht tun. Man sollte auch bedenken, in einer echten Lokomotive hat man auch nicht unendlich viel Sand an Bord. Also die Sandbehälter sind, ja, wenn der Triebfahrzeugführer sorgsam war, wirklich bis auf 100% anfangs gefüllt, aber irgendwann sind die auch leer, ne? Können wir schauen, vielleicht sehen wir es bei der 152 auf Anhieb, wo den Sand eingefüllt wird. Ja, hier Streuanrichtung. Und an dem Strich ist dann meistens abzulesen, wie viel Sand denn tatsächlich in den Vorratsbehältern drin ist. Bei der 152 haben wir auch einen Federspeicherbremsenanzeiger. Hier sehen wir zum Beispiel Federspeicher. Aktuell grün und hier Bremszylinder am Drehgestell 1 und 2, beides gelöst. Solange das so ist, dann sind die hier unten grün. Sollte es rot sein, so sollte der Triebfahrzeugführer nicht unbedingt losfahren. Denn, ja, was dann passiert, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Der Zug bremst und gibt gleichzeitig Gas. Also beschleunigt gleichzeitig. Gas geben passt eher irgendwie beim Auto, finde ich. Wobei eigentlich auch da nur Sprit eingespeist wird. Oder eingespritzt. Einspeisen kann man schließlich nur Strom. Ein wirklich wunderschönes Bild, was die 152 auf Eisenbahnschienen abgibt. Mit der Ladung hinten dran. Aus meiner Sicht eine sehr stilvolle Lokomotive, auch wenn sie dem Trax-Aufbauschema von modernen Elektrolokomotiven sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Aber
Wer mich länger auf YouTube schon verfolgt, der weiß, dass ich das Trucks-Design liebe. Und ich bin da wirklich ein echter Fan von. Sehr schön. Das erste Mal glaube ich, dass wir heute mit der Zugkraft über 60 Kilonewton gehen können. An der Stelle gilt auch meistens, desto höher die Geschwindigkeit, desto höher kann hier in Kilonewton aufgeschaltet werden. Siefer. Und da wir aktuell langsamer werden, wird es früher oder später dazu kommen, dass die Lokomotive wieder in Radschlupf gerät. Oder die Achsen. Wir müssen ein bisschen Acht geben, aber das sollte gleich gut klappen. Okay, 65 sogar. Und das in einer so harten Steigung. Ich meine, gut, Sander ist nicht mehr drin. Oh, wir erreichen gleich 70. Oberstromlimit haben wir auch noch nicht geknackt. Auch da müssen wir ein bisschen drauf achten, aber da regelt die Lokomotive eigentlich ab. Einer der Vorteile der modernen Rechnertechnik auf den Lokomotiven. Ja, die einen sehen es als Fluch, für die anderen ist es ein Segen. Rechnetechnik auf modernen Elektrolokomotiven, Mikroprozessor gestützt. AFB zum Beispiel. Aus meiner Sicht ein großer Freund der Lokführer. Was die Aufmerksamkeit angeht, natürlich wieder ein Nachteil. Aber wir haben ja dazu immer noch die SIFA, auf jeden Fall in echten Lokomotiven. Und ich hier bei den Videos werde definitiv nicht einschlafen, insofern ich die ganze Zeit mit euch rede und euch Kommunikation oder beziehungsweise Information vermittle. Und dann gehen wir mal runter auf 30 kN. Das übernimmt die AFB alles schön. Ich sag's doch, ein Vorteil durch und durch. Nachteil bei der AFB, ganz klar, Anfahrt am Berg. Anfahrt am Berg mit AFB kann einen in manchen Situationen zum Scheitern verurteilen. Gerade in Österreich, in der Schweiz, allgemein an steilen Rampenstrecken, sollte man das Anfahren lieber ohne AFB bewältigen, da man so einerseits viel, viel feinfühliger auch Zugkraft auf die Schiene übertragen kann und den Zug viel besser von der Stelle wegbekommt. Zum Beispiel hat die AFB die Angewohnheit, dass in sehr niedrigen Geschwindigkeitsprofilen, ich sag mal so von 0 bis 10, mit entsprechend hoher angehängter Last, ja, ich glaube so 33% ungefähr an Zugkraft nur bereitgestellt werden. Alles andere darüber hinaus wird durch die AFB begrenzt und nicht zugelassen. Deshalb an manchen Stellen müssen dann vielleicht auch mal die Achsen durchdrehen, wobei das führt dann eigentlich dazu, dass eben ja verminderte Haftung besteht und es ist eigentlich bei Anfahrten am Berg gar nicht so gut. An der Stelle dann wieder Sand reinkloppen und wirklich Stück für Stück Leistung aufschalten. Da gehört dann auch so ein bisschen ja Feinfühligkeit dazu und wenn man dann schon ein paar Jahre auf den Lokomotiven sitzt, dann bekommt man das eigentlich auch ohne Probleme hin. Ähnlich wie beim Auto. Für diejenigen, die einen Führerschein relativ frisch erworben haben, denen wird es natürlich schwerfallen, vor allen Dingen gerade bei Benzinern, diese am Berg zu beschleunigen, da ist dann eben zu Anfangs meist die Handbremse noch im Spiel. Und ja, bis man das so raus hat, bei jedem Auto unterschiedlich der Schleifpunkt, wo dann eben die Kupplung greift. Ja, genauso ist es auch bei der Eisenbahn. Wobei ich sagen muss, es ist bei der Bahn wesentlich einfacher, den Zug an ja, zu beschleunigen, weil wie gesagt, bei modernen Elektrolokomotiven haben wir da eben den Vorteil. Bei alten Elektrolokomotiven, die ich greife da mal sehr, sehr gerne auf Einheitslokomotiven als Erklärbeispiel zurück, hat es ja den Hintergrund ansteigende Zugkraft, heißt auch ansteigen der Spannung der Fahrmotoren.
Und desto langsamer die Lokomotive wird, desto höher geht die Kraft und desto höher geht auch die Spannung. Mit anderen Worten, wir müssen uns relativ doll aufpassen, dass wir eben nicht den Oberstromwert, ich sag mal, überschreiten. Ansonsten macht es einmal hinter uns ganz laut Klatsch und das ist noch der glücklichste Fall. Dann ist nämlich nur der Hauptschalter rausgefallen. Wenn das Klatschen etwas lauter sein sollte und wir eine Flamme und einen rauchenden Container hinter uns herziehen, spätestens dann sollten wir eine Notbremsung einleiten und mal bei der Feuerwehr anrufen. Dann ist, was weiß ich, ein V-Motor durchgeflogen oder irgendwas anderes. Also da kann dann relativ viel passieren. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber gut, an der Stelle mal mit unseren Worst-Case-Szenarios. Wir haben noch bis Jüdeburg 12 Kilometer und die wollen wir mit schöneren Themen verbringen. Zuerst einmal höre ich auf, so viel zu labern und möchte euch ein, zwei Minuten nochmal pure Stille, pures Feeling auf der Lok vermitteln. Und dazu mache ich hier auch mal an der Stelle die Fensterchen runter, bestätige die SIFA. Und nur weil ich jetzt leise bin, wisst ihr natürlich, dass ich trotzdem noch da bin. Wie gesagt, die SIFA ist an. In dem Sinne, ein, zwei Minuten, gute Fahrt. Ja, so langsam wieder erwachen. Ich bin wieder da. Alles gut. Ja, gerade mal noch ein bisschen am Makrofon herumgespielt. Makrofon, umgangssprachlich Pfeife, Hupe. Das, was man im Auto hat, wenn man meistens auf Lenkrad draufdrückt. So, und in circa 7 Kilometern wird dann nur 60 gefahren. Die Regionalbahn bzw. der Regionalexpress, oder sagen wir einfach mal die S-Bahn Mitteldeutschland, hat uns dann doch weniger Probleme gemacht als wie zuvor, erhofft wäre das falsche Wort, wie zuvor gedacht. Wir werden, wie gesagt, ich glaube zweimal, dass wir beinahe anhalten mussten, also zweimal HP0 hatten wir vor der Nase, sind aber jedes Mal weitergerollt. Fand ich sehr gut. Mit dem Zug anfahren zu müssen, ist nicht so ganz angenehm. Also bezieht sich auf von 0 auf VMAX 90. Ich muss sagen, also schon für den ersten Teil ein sehr, sehr schönes Szenario. Ich habe sehr, sehr viel Gefallen dran gefunden. Und wenn euch das genauso geht und ihr euch auch weitere Videos aus dem Transimulator wünscht, dann bitte ich euch inständig, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Macht's am besten gleich, dann vergesst es nicht. Ja, und die Fahrt neigt sich auch so ein bisschen dem Ende zu. Und an der Stelle, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat.
Konstruktive Kritik ist jederzeit erwünscht. Hass und ja, anderweitige Emotionen nicht. Solche Kommentare werden erbarmungslos gelöscht. Wie gesagt, konstruktive Kritik jederzeit, bin ich jederzeit für offen. Aber Erfolgsneid und Hass finden hier bei Think New Fly New keinen Platz. Den einzigen Platz, den solche Kommentare finden, ist der Mülleimer. Und ja, die paar Kilometer wird's noch entspannt zu sich gehen. Auch natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Das ist nur ein Klick, also ihr verliert nichts. Ihr könnt beim Abonnieren in meinem Fall nur gewinnen. Angenommen, ihr habt zwei Optionen. Entweder abonnieren oder nicht. Und ich empfehle euch definitiv das Abonnieren. Wie gesagt, ihr werdet über die neuesten Videos informiert. Ihr bekommt jeden zweiten Tag, das ist mein Credo, mein Qualitäts Gütesiegel, was ich euch gebe, ein schönes Video. Und in den meisten Fällen gefüllt mit Spaß, mit Emotionen, mit Freundlichkeit, mit Informationen und mit nützlichem Wissen. Jederzeit auch jugendfrei. Nein, Spaß. So weit treiben wir es hier nicht. Unterwohner, ein gelbes Signal. Leistung raus. Bremsung einleiten. SIFA bestätigen. Führerbremsventil stärker anziehen. Ja, auch an der Stelle nochmal der Hinweis. Eine Bremsung mit ca. 1 Bar würde sich nicht so krass erübrigen. Schon gar nicht bei einem 2000 Tonnen Zug. Also in echt müssen wir ungefähr, ich sag mal, kurz vor der Vollbremsung sein, damit wir eine ähnliche Bremswirkung erzielen. Ja, es ist auch wieder zu krass abgebremst. Also wer sich vor allen Dingen für Bremsverhalten interessiert, Zusi ist da sehr interessant in dem Bereich und ist auch wirklich sehr realitätsorientiert ausgerichtet. Gleich sollte dann auch der LZB-Ende-Leuchtmelder aufleuchten. Das ist dieser gelbe kleine Knubbel hier mit der schwarzen Aufschrift Ende. Da drüben macht Signal Blinke, Blinke, Blinke. Und ich mache gleich Winke, Winke, Winke. Okay, na, das könnte jetzt problematisch werden. Mal schauen, ob es der Simulator tatsächlich so macht, wie man in echt auch davon ausgehen könnte. Ja, der Gefahrenleuchtmelder ist klar. So, runterbremsen. Wir müssen wahrscheinlich davor anhalten. Oh, schön, MRCE. Ja, SIFA. Okay, wie es scheint, müssen wir anhalten. Theoretisch, wir halten jetzt vor dem Signal gleich an. Werden dann den LZB-PZB-Befehlstaster für mindestens 5 Sekunden drücken. Und eigentlich sollte dann die LZB in einen Modus schalten, wo uns das Überfahren des Signals erlaubt wird. Na komm. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Aber die Vollbremsung möchte ich jetzt nicht in dem Maß ausführen, wie sie eingeleitet wurde. Oder Schnellbremsung war das ja schon in dem Stelle. In dem Falle. Okay, der Bremsdruck senkt sich und wir betätigen jetzt LZB, PZB. Ah nein, nicht wachsam. Wieso steht denn da wachsam drauf? Da steht wachsam drauf, da müsste Befehl draufstehen.
Und Befehl erscheint auch. Okay, hat scheinbar. Na, wir machen es nochmal. Eins, zwei, drei. Ja, sehr schön. Sehr schön. So wünsche ich mir das. Befehl 40 wird aktiviert. Wir dürfen jetzt mit ja, Fahrt auf Sicht mehr oder weniger das Signal überfahren. Dabei gilt, wir müssen jederzeit zum Stehen kommen können vor einem Hindernis. Und da unser Zug heute extrem schwer ist, aber wirklich extrem schwer ist, werden wir das Ganze hier nicht übertreiben. Ja, Sifa. Und schön langsam fahren. So, PCB-Befehl 40 leuchtet weiterhin auf. Müsste einige Meter bis hinter das Signal aufleuchten und dann ausgehen. Genau. Also bis zu dem Punkt, wo eigentlich der Gleismagnet die Gleiskoppelspule ja, der Gleismagnet oder die Gleiskoppelspule, wie man es nennen mag, den Fahrzeugmagneten passiert. Nee, andersrum. Die Lokomotive fährt ja über. Ja, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Gut. Aber sehr schön, es freut mich echt, dass das so krass umgesetzt wurde. Geil. Echt geil. Finde ich krass. Aber das ist auch mal ein ganz nettes Fehlerchen. Dass das noch keiner bemerkt hat, beziehungsweise dass es oder dass sich noch keiner da ja, dass sich noch keiner dazu erübrigt hat, da irgendwie mal was zu verändern. Ja, finde ich lustig. So, für uns heißt es aber 40, ne? 40 bitte. Das sind 50, das sind 45, das sind 40. Sifa. Na, wir können ja nicht einfach so unseren Kopf rausstecken. Erstmal muss das Fenster runtergehen. Und das Schöne auch bei der 152, glaube ich. Wir müssten eigentlich die Türen öffnen können. Oder auch nicht. Na gut, dann heute mal nicht. So, 25 reicht. Wir möchten das nicht zu weit ausreizen. Fahrtaufsicht ist halt einfach immer die Wundertüte im Eisenbahnverkehr. Es kann wirklich alles kommen. Da kann ein Elefant auf dem Gleis stehen, da kann ein abgestürztes Flugzeug sein. Deswegen sollte man eigentlich auch immer ja, geradeaus gucken, also nach vorn. Und nicht so wie ich gerade in der Weltgeschichte herumschauen. Da könnte zum Beispiel, ja, könnten Schwellen auf dem Gleis liegen, da könnte Sand drüber sein, da könnte eine Streckenendetafel sein, ein Prellbock stehen, der über Nacht anmontiert wurde. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Man sollte sich auch, insofern man sich nicht in einer LZB-geführten Fahrt befindet, vor allem da auch hier kein Linienzugleiter mehr verlegt ist, darauf achten, dass man eben an Hauptsignalen, die mit einem 500 Hertz Magneten ausgestattet sind, unter 25 bleibt. Insofern das natürlich im entsprechenden LZB-Modi so ist. Da wir uns jetzt hier fälschlicherweise in einer LZB-Überwachung befinden und eigentlich in der PZB drinne sein müssten, werde ich das Signal per PZB-Wachsamkeitstaste mit der richtigen Wachsamkeitstaste bestätigen. Das ist halt Train Simulator, da darf man keinen bahntechnisch hundertprozentigen Simulator dahinter vermuten. Das Ganze ist mehr spielerisch ausgelegt und soll eigentlich eher Freude bringen. Dort vorne sehe ich, glaube ich, schon ein Gleissperrsignal, einen kleinen Schotterzwerg. So, und Haltepunkt dann in 800 Metern. Aber wenn uns das... Ah, sehr schön. Hat umgeschalten.
Weiterfahrt genehmigt und das vor uns liegende Gebiet ist jetzt eigentlich auch relativ gut einsehbar. Wir gehen mal auf 25 hoch. Sollte für die letzten Meter reichen. Ja, eine schöne Fahrt, oder? Wenn nicht, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und auch wenn ja, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie gesagt, unten ist auch nochmal der Train Simulator als Affiliate-Link verlinkt. Das Szenario findet ihr bei Railsim, die Lokomotive bei Virtual Railroads. Die Wagen gibt es bei Just Trains, die Strecke bei Aerosoft. Ja, und wer mich auch finanziell unterstützen möchte, ein Spendenlink befindet sich unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal bei allen Spendern wirklich, die bisher den Kanal in finanzieller Hinsicht unterstützt haben. An der Stelle sei angemerkt, ich habe wirklich mit YouTube noch nicht einen Cent verdient. Das Ganze hat sich, ja, ich sag mal, ausgeglichen. Also ihr könnt mal zusammenzählen, wie viel ich allein schon für die Add-ons hier ausgeben muss, was ich hier auch für die Strecken ausgeben muss. Ich möchte es an der Stelle nur ganz kurz angemerkt haben, es soll keine Bettelei sein, aber man sollte es so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wirklich vielen Dank an all diejenigen, die in letzter Zeit gespendet haben, vor allen Dingen auch an eine ganz besondere Person und die fühlt sich, denke ich mal, in dem Moment automatisch angesprochen. Ich glaube, ich muss deinen Namen nicht erwähnen. Das jetzt für die Person. Und besten Dank an der Stelle. Besten Dank an auch all diejenigen, die den Kanal, ja, ich sag mal, stumm verfolgen, die sich vielleicht auch nicht in den Kommentaren melden. Und ich würde mich auch freuen, mal von euch was zu hören. In dem Sinne, schreibt mal was drunter. Ich wünsche allseits gute Fahrt, einerseits im Train Simulator, sowie auch im echten Leben. Und in dem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.